Heute mal eine kurze Sache in Sachen Bienen. Also trotz aller Vorsicht und trotz aller Mühe, die man sich gibt, kommt es immer wieder mal vor, dass ein Volk einfach keine Königin mehr hat. Nennt sich drohnenbrütisch. Ich habe hier eins davon. Das muss ich in irgendeiner Form auflösen. Das zeige ich Ihnen kurz in diesem Video. Bleiben Sie mal dran, wird spannend. Nee, ich gebe mir ja wirklich alle Mühe, meine Bienen hier gut drauf zu halten. Aber es kommt eben vor, dass das ab und zu mal nicht funktioniert. Hallo und herzlich willkommen bei euch im Garten, hier ist der Schlocker auf meinem YouTube-Kanal. Dieses Volk hat den Winter locker überlebt, aber im Frühjahr, wie ich reingeguckt habe, war keine Königin mehr da. Gar keine Brut. Dann bin ich, aber alles sehr früh im Jahr, irgendwann Mitte April oder noch früher, habe aus dem Nachbarvolk eine Brutwabe da reingehängt. Aber ich denke mal, das war zu früh. Es waren gar keine Drohnen da, also die hätte gar keinen Hochzeitsflug machen können. Es war einfach schlicht zu früh im Jahr. Gut, jetzt ist das Volk drohnenbrütisch. Also das heißt, irgendeine Arbeiterin fängt dann an, Eier zu legen, die natürlich keine Spermien hat, weil sie ist ja keine Königin. Und daraus werden nur Drohnen. Aber das erkläre ich Ihnen jetzt im Laufe des ganzen Vorgangs. Ich habe einen Kollegen mitgebracht hier, da kann ich besser filmen. Also soweit ich das noch in Erinnerung habe, aus dem ganzen Kursgedöns, was ich gemacht habe, dann ist das jetzt, was wir jetzt machen. Also erstmal kriegen die eine ordentliche Portion Rauch. Das Flugloch von einem kannst du rausnehmen. Dann gibst du den ordentlich Rauch. Super. Und jetzt stopfst du das Flugloch mit dem Gummi, mit dem Plastikstreifen hier zu, mit dem Schaumstoffstreifen. Also wenn du die eine einzelne wegmachst, ist einfacher. Super. Da ist nicht mehr viel drin. Ich habe vor ein paar Tagen schon mal reingesehen. Ich bin nur noch nicht dazu gekommen. Also viel Leben ist in diesem Volk nicht mehr drin. So, und jetzt tust du die auf die Schubkarre, die ganze Beute. Tu den Stein runter, das ist doch viel zu schwer. Also in der Theorie soll das so funktionieren, dass die restlichen Bienen, die da noch drin sind, die können sich jetzt nochmal den Bauch vollschlagen mit ein bisschen Futter, was noch drin ist, und mit etwas Glück können die sich dann in andere Völker einbetteln. Also die stauchen dann da vor der Tür auf, vor dem Flugloch auf und sagen, hier, ich hab was, könnt ihr mich aufnehmen. Hat in der Vergangenheit, wenn ich schon mal Völker habe auflösen müssen, nie so ganz funktioniert. Die meisten liegen dann irgendwo hinten und kommen da nicht mehr weg. Aber das ist, man gibt sich alle Mühe, klappt nicht. Irgendwo habe ich gehört, so 100 Meter muss man mindestens weggehen von den anderen Völkern, sonst könnte die Drohnen, also die Arbeiterin, die Eier legt, die meint, sie wäre die Königin, könnte dann wieder in irgendein anderes Volk rein und könnte dann dort, weil sie stärker ist, die Königin niedermachen und dann ist das Volk auch tot. Also die Entfernung hier hat bisher immer gereicht. Was sind das? 50, 60 Meter. Stellst einfach da hin die Schubkarre. Gucken wir mal an, was da noch an Leben drin ist. Man hört das schon am Ton. Man sieht so ein lautes Summen. Das ist immer ein schlechtes Zeichen. Ist echt so, wenn die so einen lauten Ton drauf haben, so einen sinnigen Ton, dann kannst du davon ausgehen, dass irgendwas nicht in Ordnung im Volk. Jetzt zieh mir jede einzelne Wabe und dann kehrst du die möglichst alle davon ab und steckst die Wabe wieder rein. Oder erstmal legst du auf Seite irgendwo.
Kriege ich die am besten hier raus. Ja, so kannst du das schwer. So, mit dem Schockmesser. Die ist schon leer, da ist nichts drauf. Kannst du auf Seite legen. Was haben wir da? Auch nichts, die andere Seite. Futter noch, aber da ist nichts. Nicht auf den, nicht auch darauf. Da ins Gras rein. Einfach da reinkehren. Bei den nächsten kann man schon wesentlich besser sehen, dass das voll drohnenbrütig ist. Weil, wenn das nur diese erhabene Brut ist, also die mit dem Deckel, was weiter raussteht, dann ist das Volk drohnenbrütig. Die normale Arbeiterinnenbrut, die hat nicht diesen Hubbel da oben drauf. Du kannst bei denen nichts kaputt machen. Kehr die alle ab, ey. Das Volk ist sowieso hinüber. Alles klar. So, die nächste gucken wir uns mal an. Das ist noch deutlicher zu sehen. Nicht mehr zu retten. Da stüpft gerade eine, siehst du? Aber das wird eine Drohne werden, weil es ja keine Königin drin ist. Jo. Genau. Ja. Übrigens, so versuche ich auch der jungen Generation die Natur ein bisschen näher zu bringen. Manchmal mit Erfolg, manchmal nicht. So, jetzt geht das der Reihe nach, bis das keine Bienen mehr drin sind. Futter wäre noch da gewesen, jede Menge. Wobei mir nicht klar ist, warum das Volk jetzt im Frühjahr die Königin verloren hat. Ich hatte also gar nichts dran gemacht. Was hätte auch sein können, dass ich die irgendwie zerdrückt habe oder dergleichen. Aber ich habe nichts dran gemacht, was irgendwie der Königin hätte Schaden zufügen können. Das ist eben Natur, passiert. Ich weiß nicht, hatte ich das erzählt, wenn keine Königin drin ist, und ist auch keine, die können auch keine nachschaffen, also keine neue Königin ziehen, wie bei einem Schwarm, dann fängt irgendwann eine Arbeiterin an, Eier zu legen, die ist nicht befruchtet, oder nicht, ja, befruchtet, die hat keine Spermien, kann also folglich auch nur Drohnen legen, drohnenbrütig, nur um das nochmal zu verklickern. Ja. Da machen wir nichts. Oh, es rumpelt. Sieht nach Gewitter aus. So. Jetzt kehren wir die nochmal ab, dann wieder zurück in die Beute rein. Dann ist das Ding erledigt. Aber das ist das Schöne, durch die Schwärme, die ich einfange, kann ich das immer wieder ausgleichen. Es waren, was habe ich eingewintert? 9, 8 habe ich ausgewintert, soweit ich mich erinnere. Ist doch nicht schlecht, oder nicht? Die sind ja sehr friedfertig irgendwie. Was? Sehr friedfertig, obwohl ich gerade deren Volk hier auseinandergenommen habe. Ja, aber die haben anders im Kopf jetzt. Und die restlichen hier, tja, so leid es mir tut, die müssen jetzt irgendwie sehen, wie sie zurechtkommen. So, schnapp dir die Schubkarre,
Job erledigt für heute. Ich hoffe, ich habe Ihnen jetzt auch wieder irgendwas erklärt aus der Imkerei, was Sie vielleicht vorher nicht wussten. Also für all die, die hier nicht unbedingt mit Bienen was zu tun haben und meinen Kanal trotzdem gucken. Und wenn Sie was gelernt haben und mich ein bisschen unterstützen möchten, tun Sie das unten über einen meiner Links, hier von dem Kollegen Sascha mit Selfbio. Würde mich freuen. Da kann ich noch viele andere junge Menschen für Bienen begeistern. In diesem Sinne, abonnieren, Like-Button drücken. Bis demnächst. Tschüss.